Mein Name ist Rupert Bartsch und ich bin internistischer Onkologe hier in der Universitätsklinik für Innere Medizin 1, klinische Abteilung für Onkologie. In der ausgewählten Arbeit geht es um neue Behandlungsmöglichkeiten für Patientinnen mit Brustkrebserkrankung, wenn die Erkrankung Metastasen, also Absiedelungen im Gehirn verursacht hat. Die Erkenntnis der Arbeit besteht darin, dass ein neuer Wirkstoff, ein sogenanntes Antikörper-Medikamenten-Konjugat, also wenn man will, eine Mischung aus zielgerichteter Therapie, aus Antikörpertherapie und Chemotherapie, auch bei Hirnmetastasen eine sehr hohe Aktivität aufweist. Das ist etwas, das in dieser Form neu war, das war bisher nicht bekannt. Und dass es eben möglich ist, nicht nur Metastasen außerhalb des Gehirns mit diesem Medikament sehr gut zurückzudrängen, sondern auch innerhalb des Gehirns. Ziel der Forschung ist es, neue Behandlungsmöglichkeiten, neue gutverträgliche und vor allem wirksame Behandlungsmöglichkeiten für Patientinnen mit Brustkrebs und Hirnmetastasen zu entwickeln. Und wenn man überlegt, wie viele Menschen da draußen von Brustkrebserkrankung betroffen sind, dann ist klar, dass das auch etwas ist, das der Allgemeinheit letztlich zugutekommt. Ich glaube, da gab es zwei Med-Uni-Wien-Momente, die ich mich erinnern kann, wenn man das so formulieren möchte. Das eine war mein erster Tag hier im September 2002. Als ich sozusagen die arrivierten Kolleginnen und Kollegen hier kennenlernen durfte. Und das zweite war, denke ich, als die genannte und hier vorgestellte Arbeit in Nature Medicine angenommen wurde. Das war natürlich auch etwas, wo wir uns alle unglaublich gefreut haben. Freizeit ist natürlich vergleichsweise wenig, aber die Freizeit, die vorhanden ist, versuche ich möglichst sinnvoll zu füllen. Das kann einfach sein von Wandern über Kochen bis Lesen, Zeit mit Familie verbringen.